Witwenrente trotz kurzer Ehedauer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Witwen- oder Witwerrente ist immer brandaktuell. Wir haben ja in Deutschland rund 5 Millionen oder über 5 Millionen Menschen, Versicherte, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Waisen, Halbwaisen, Witwen und so weiter, die eine entsprechende Rente bekommen, eine Hinterbliebenenrente bekommen. Ja, und manchmal wird es, sagen wir mal, ein bisschen kurios. Und da geht es dann immer um solche Fragen: Warum bekomme ich keine Witwenrente? Ich war doch mit demjenigen verheiratet und die Rentenversicherung hat das abgelehnt wegen zu kurzer Ehedauer. Seit 2001 ist es ja so, oder 2002, ich weiß es nicht mal ganz genau, 2001, 2002, nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest, ist es gesetzlich geregelt, dass ich Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente nur dann habe, wenn die Ehe mindestens ein Jahr gedauert hat. So, aber davon gibt es natürlich Ausnahmen. Und jetzt hat das Landes-, also nicht jetzt, vor ein paar Monaten hat das Landes-, hat das Sozialgericht Berlin am 18.03.2024 eben entschieden, dass es einen Witwenrentenanspruch geben kann bei kurzer Ehedauer. Kurze Ehedauer meint also weniger als ein Jahr. So, weniger als ein Jahr ab Beginn der Ehe. So, und was ist hier passiert? Die verstorbene Ehegattin hat 2014 erstmals Brustkrebs diagnostiziert bekommen, schlimme Erkrankung. Im Dezember 2019, sie hat bis dahin Gott sei Dank noch gelebt, hat die Frau und ihr Lebensgefährte beschlossen, wir wollen jetzt heiraten. Und zu dem Zeitpunkt waren sie 7 Jahre ein Paar. Und sie haben eine ganz große Hochzeit geplant mit allen Primbramborium und wollten dann im Juli 2020 heiraten. Im Dezember 2019 hat sich aber der Gesundheitszustand der Dame, der verstorbenen Witwe, der verstorbenen Ehegattin verschlechtert. Und sie wurde dann im April 2020 ins Krankenhaus eingeliefert. Und im selben Jahr haben sie dann noch geheiratet und 3 Monate später ist dann die Frau verstorben. Und hier hat das Gericht praktisch zugunsten des Ehegatten entschieden. Der hat einen Antrag auf Witwenrente oder Witwerrente gestellt und die deutsche Rentenversicherung oder der Rentenversicherungsträger hat entschieden, hat gesagt, nee, kriegst du nicht, weil zu kurze Ehezeit. Ja, also die Ehe war dauerte weniger als ein Jahr und deshalb greift hier die gesetzliche Vermutung, dass der Ehegatte ja die Ehe nur geschlossen hat, weil er sich versorgen wollte mit einer hinterbliebenen Rente. Und diese gesetzliche Vermutung, meine Damen und Herren, die kann man widerlegen. Ja? Und da kommt es darauf an, da muss man nachweisen, dass eben dieser Versorgungsgedanke nicht der Hauptgrund dieser Eheschließung war, sondern dass es da einen anderen Grund gegeben haben muss. Ja, meine Damen und Herren, und das hat das Gericht hier in einer Beweisaufnahme dann auch tatsächlich herausgefunden. Und hier ging es darum, dass es konkrete Hochzeitsvorbereitungen gegeben hat, diese auch schon manifestiert waren. Da gab es dann wahrscheinlich schon die Termine und auch die Raummiete wurde hier geklärt. Der Termin beim Standesamt hat festgelegt. Und die haben also wirklich eine entsprechenden Heiratsentschluss gefasst und zwar vor der endgültigen Krebsdiagnose im Jahr 2020. Ja, also so, dass also hier für das Gericht feststand, ja, die wollten wirklich heiraten, aber nicht wegen der Erkrankung, dass man ganz schnell gehen muss, dass man jetzt noch schnell heiraten, damit ich mir die Witwenrente sichere. Nein, sondern hier hat er wirklich gesagt, hier hat der Ehegatte nachweisen können, dass der Hauptgrund für die Eheschließung tatsächlich hier die Liebe war, die Hochzeit und so weiter. Und das Kernproblem, dass es nicht stattfinden konnte, war eben auch Corona-bedingt. Das ist nun ganz klar, dass dort alle Veranstaltungen ins Wasser gefallen sind und dass es hier einfach ein Besuchsverbot gab und und. Ja, also seine Ehefrau war ja auch da von diesen entsprechenden Restriktionen mit im Krankenhaus erfasst. Ja, meine Damen und Herren, und er hat dann halt eben erfolgreich vor dem Sozialgericht gekämpft und hat hier auch die entsprechende Rente durchsetzen können. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, so einfach ist es nicht. Ich habe selber auch letztes Jahr beim Sozialgericht Frankfurt einen ähnlichen gelagerten Fall vertreten für eine Dame, die praktisch schon einmal verheiratet war mit dem Verstorbenen. Dann gab es die Scheidung, dann hat sie sich wieder verheiratet mit dem Mann und der ist dann dummerweise
in der Zeit, als sie heiraten wollten, ist er auch schwer erkrankt an Krebs und hat dann hier letzten Endes, haben sie dann hier entschieden, ja komm, wir wollen heiraten, damit es dir nochmal Mut und Kraft gibt. Und wir haben das Verfahren auch vor dem Sozialgericht Frankfurt Oder gewonnen. Auch hier konnten wir nachweisen oder die Mandantin nachweisen, dass der Versorgungsgedanke nicht im Vordergrund stand, sondern eben hier andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Was will ich damit sagen? So easy, wie das hier klingt, was ich Ihnen sage, ist es in Wirklichkeit nicht. Es sind Einzelfallentscheidungen. Die Widerlegung der Vermutung der Versorgungsehe ist wirklich an sehr hohe Hürden geknüpft und da muss man erstmal drüber springen. Das heißt also, im Kern kann man sagen, wenn eine Ehe von kurzer Dauer ist, also weniger als ein Jahr gedauert hat, dann ist es immer schwierig, eine Witwen- oder Witwerrente zu bekommen. Die Fälle sind immer dann relativ eindeutig, wenn der entsprechende Ehegatte, der verstorben ist, unerwartet verstorben ist. Das heißt also Beispiel, Sie haben am 1.5.2024 geheiratet und am 6.8.2024 verstirbt der Ehegatte auf der Fahrt zur Arbeit an einen Verkehrsunfall. Ja, völlig unerwartet. Dann gibt es natürlich die Witwenrente, dann spielt es die Witwen- oder Witwerrente, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie hier, ob die Ehedauer kürzer war oder länger war, da spielt es keine Rolle. Oder aber der Ehegatte verstirbt quasi noch 2 Tage nach der Eheschließung an einem Herzinfarkt, weil er noch völlig aufgeregt war von der großen Hochzeitsfeier. Ja, auch unerwarteter Tod kann man also sozusagen dann auch einen Anspruch auf die entsprechende Hinterbliebenenrente stellen, wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dann auch noch gegeben sind. Aber meine Damen und Herren, was will ich damit sagen? Es ist nicht ganz so einfach, aber es ist machbar, aber grundsätzlich, das kann ich Ihnen auch sagen, alle Gerichtsentscheidungen, die es bei der Widerlegung der Versorgungsehe gibt, sind absolute Einzelfallentscheidungen und durchbrechen im Kern den allgemeinen Grundsatz, kurze Ehedauer ist gleich kein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente, grundsätzlich nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.